Mit dem folgenden Beitrag wenden wir uns vor allem an unseren Bundesverkehrsminister, Herrn Tiefensee. Herr Tiefensee hat, das haben Sie vielleicht mitbekommen, vorgeschlagen, man könnte doch Hartz-IV-Empfänger in Straßenbahnen und Bussen einsetzen, sozusagen als Sheriffs. Ja, dass sie beobachten, wer ist vielleicht kofferbombermäßig gefährlich drauf. Und ich habe mir gedacht, die Idee wurde ja auch sehr kontrovers diskutiert, gelinde gesagt. Genügt das? Ja? Ist es nicht an der Zeit, dass wir sozusagen auf unseren Flughäfen an der Zollstation mal den deutschen Schäferhund entlassen? Wäre es nicht eine Möglichkeit für Politiker, die sagen, wir haben Schwierigkeiten, Menschen in den 7., 8., 9. oder 10. Arbeitsmarkt unterzubringen, dass man sagt, ja, was bisher Hasso gemacht hat, das macht ab jetzt Erwin. Ja? Und ich finde, es ist wichtig, dass man einfach mit gutem Beispiel vorangeht, dass man das hier ist so ein Koffer, da würde ich Ihnen gleich sagen, das ist ja immer ein Koffer, wo es Streit gibt, ja, wo man sagt, den nehme ich mit rein als Handgepäck. Na klar. Ja. Dann sagt der Sicherheitsbeamte, den kriegst du nicht oben rein. Mein Freund. Zu mir sagt er meistens hinterher noch zum Kollegen, im Fernsehen ist er lustiger. Immerhin findet er das. Ja. Diesen Koffer würde ich, da würde ich mich auf keine Diskussion einlassen. Wir sind ein freies Land, den kriegen Sie oben rein. Da müssen die anderen halt ein bisschen mithelfen. Da muss halt so ein blödes Beauty Case raus oder was. Ja. Da sind ja auch Sachen drin, die Sie während des Fluges brauchen. Und ich finde, das wäre eine Möglichkeit, dass man einfach Leute sagt, sag mal, was macht dein Mann jetzt eigentlich? Ja, der ist Schnüffelhund auf dem Flughafen. Sie können ja erstmal in der Nachbarschaft sagen, der arbeitet bei Lufthansa. Oder bei British Airways oder bei Sherman Wings. Dieser Koffer, das ist übrigens mein Lieblingskoffer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ehrlich? Ja? Dieser Koffer, wer hat so einen Koffer? Meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten. Entweder Supermodel, Beine bis zum Hals, ja, nur von Tokio nach L.A. unterwegs, das total kultig, trendsetterisch mit diesem Koffer unterwegs ist. Hoher Kultfaktor oder, und das ist eher meine Welt, Mutti muss früher als erwartet auf die Intensivstation. Inge, komm mal hier, da hinten ist Urin, Blutabnahme ist da. 6 Uhr morgens ohne Frühstück. Mit uns kann man es ja machen, mit den Kassenpatienten. Hast du eigentlich einen Hund? Du hast einen Kater. Ich habe einen Kater und eine Katze, ja. Ich wäre so ein ganz verspielter neuer Hund, weißt du? Chef. Nee, erst würden zwei Passagiere zu dir sagen, Herr Antrag, ich glaube, der hat Würmer. Dann würdest du mich so durch den Flughafen tragen und hättest einen Finger hinten am Po. Bis wir beim Flughafen Tierarzt sind. Du bist doch so ein Großer, so ein Großer, der noch klein ist. Ja, also so ein Labrador noch, oder ja. Sowas. So ein Chef, hör auf, dich zu kratzen. Hier, ich hab was für dich, Chef. Also der Hund heißt natürlich Chef, ne? Brav, Chef. Jetzt renn ich hier rum, da ist irgendwo was so. Ich muss dich auch erstmal ausbilden, ne? Du musst ja wissen, was du suchst. Ja. Hier, Chef. Suchen. Chef. Chef! Hallo! Chef! Chef!
Chef, kommst du her? Chef, kommst du her? Chef! Entschuldigung. Chef! Ich wiege hier eine ganze Apotheke! Was ist denn? Du kannst doch nicht einfach die Dame so anspringen. Ja, dann habe ich was gerochen. Ja. Im Echt natürlich nicht, aber... Dafür gibt es Erziehungshalsbänder mit Elektroschocks, ne? Dass dann irgendwie sowas unterbleibt. Für Hunde? Ja, für Hunde. Elektroschocks? Oder auch Spray. Fernbedient. Und dann erschrickt sich der Hund. Aber sehr brutal. Ja. Aber wenn der Hund was Gutes gemacht hat, muss man auch loben. Hier! Was zu essen. Ja, schon verdorben. Im Tierheim. Im Tierheim. Aber wo ich dich so sehe, du hast doch mal diese Nummer, wo du diesen Pekinesen gemacht hast, oder? Ja, das ist ja 20 Jahre her. Ja, mach doch noch mal. Ach was. Ach komm, das war so lustig. Das wurde neulich noch mal wiederholt im Mitternachtswitzen Classics. Echt? Ja, hab ich Richard Rogler getroffen, 2 Tage später. Sag mir, hat mehr Zuschauer wie Mitternachtswitzen nicht Classics. Also, ja. Aber 20 Jahre, wo hast du einen Pekinesen gemacht? Ja, mach mal. Das ist so. Wenn mir die Leute von den Pekinesen erzählen und sagen, da schaut er so in der Couch vor, wenn ich nach Hause komme. Und da merke ich, jetzt guckt er so und auf einmal schaut er. Ja, aber das war. Ja, das würde ich heute nicht mehr machen. Ja, aber guck mal, wie es ankommt. Nein, ja, aber das war, weil ich gesagt habe, ich kann so Pekinesen nicht ausstehen. Das würde ich heute ja gar nicht mehr sagen. Ach so, ja. Weil der Hauptgrund wegen dieses Asthma. Bei Pekinesen, die machen immer so. Und dann haben sie diese Schleife zwischen den Ohren. Ja? Weil Asthma allein, das reicht ja nicht. Und dann war der Schluss, dass ich gesagt habe, ich frage mal die Ärzte unter Ihnen, was machen Sie denn mit dem Patienten? Der kommt und sagt, Herr Doktor, ich habe Asthma, hat eine Schleife zwischen den Ohren. Was ist denn? Was ist? Das wäre eigentlich, das war sehr lustig. Irgendwie. Ja, aber sollte jetzt nicht so eine Matz kommen? Ja. Das wäre eine neue Kategorie. Ja. Oh, jetzt pass auf. Deine Misere ist rein strukturell. Chef, was warst du früher gut? Guck mal, das ist die neue Kategorie. Und jetzt kommt was jetzt entdecke ich mich im Fernsehen. Chef, das ist nur dein Bild. Das ist aber von Brüssel erlaubt, sowas zum Beispiel. Ja. So, wir machen erstmal Werbung. Ich muss mir ausruhen. Das war jetzt anstrengend.